Hey Leute, Crymax hier, was geht, euer Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Traymakers und heute werden wir ein krasses YouTuber-Kampfroboter-Turnier machen. Denn ich bin heute nicht allein am Start, sondern hier mit den Jungs und zwar mit Rustik, Ami und SU. Was geht ab, ihr Paul Berger? Hey, was geht? Let's go. Leute, es geht heute insgesamt um 4000 Euro. 1000 Euro Einsatz pro YouTuber. Wir sind hier in einer Battlebot-Arena. Jeder wird jetzt hier gleich einen Kampfroboter bauen und der beste Kampfroboter wird den Kampf natürlich gewinnen und somit 4000 Euro gewinnen. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da. Aber Jungs, wir machen das Ganze heute mit einer Regel. Und zwar, es dürfen keine Waffen verwendet werden, ja? Also nicht irgendwie nur 1000 Waffen dran machen, das ist langweilig, sondern man muss richtig kreativ sein. Macht Rotorblätter, Flammenwerfer, whatever. Es darf alles verwendet werden, es ist alles erlaubt. Ihr dürft so bauen, wie ihr wollt, außer keine Waffen. Okay, ich glaube, damit sollten die Regeln klar sein. Jeder geht jetzt in irgendeine Ecke von der Map und dann treffen wir uns in 15 Minuten wieder hier und dann werden wir sehen, wer den besten Kampfroboter gebaut hat, Leute. Ich bin richtig geil, da würde ich sagen, let's go, wir sehen uns in 15 Minuten wieder. Okay, Leute, die Zeit läuft ab jetzt, 15 Minuten, wir müssen uns beeilen, ihr wisst natürlich wie immer, wie das läuft, man hat nicht viel Zeit, wir brauchen jetzt einen krassen Roboter, meine Freunde. So, wir bauen ihn jetzt einfach mal so, zack, zack, oh, hey, hallo, kann das hier mal bitte vernünftig, hallo, warum geht das denn hier nicht dran, die Zeit läuft. Okay, ich will den auch so ein bisschen fetter bauen, Leute, weil ich habe da schon eigentlich eine, obwohl, aber er darf auch nicht zu groß werden, aber ich habe schon eine ganz gute Idee. So, und zwar, wir machen den, wie sollen wir den machen, ich, so ist eigentlich ganz gut von der Breite her. So, zack, zack. So, Breite und Länge. Dann machen wir, wie sollen wir machen, Leute? Wie sollen wir machen? Dann machen wir so hier die Lenkung von den Reifen dran. Zack, zack. Ich habe auf jeden Fall schon eine richtig gute Idee, was ich machen will. Und zwar will ich so eine Art Bordschlagkammer einbauen, Leute. Wie so eine Faust, die da rausgefahren kommt, was andere zerstören wird. Wir machen hier auf jeden Fall die fetten Monster-Truck-Reifen werden wir einbauen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder, Leute? Das sieht doch hier ganz schmackhaft aus. Ich mache die Lenkung hier extra ein bisschen weiter nach hinten, damit die Reifen hier nicht direkt beschädigt werden. Falls wir irgendwie frontal angegriffen werden, würde ich mal behaupten. Aber nee, wir müssen das hier ein bisschen anders machen. So, damit die Reifen später auch auf gleicher Höhe sind. Oh, Leute, das sieht doch gut aus hier. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und das machen wir jetzt auch hier dran, wenn ich das hier mal erwische. Zack, okay. Jetzt machen wir noch die Hinterreifen dran. Okay, Leute, man hat hier natürlich auch echt immer nie viel Zeit, ne? Das muss man halt auch sehen. Okay, sieht schon mal ganz gut aus. Dann, was ganz wichtig ist, Leute, hier bei Traymakers, wenn man einen Kampfroboter baut, sobald die Person in Traymakers, also unsere Figur, Schaden bekommt, steigt die Person aus. Das heißt, wir müssen unseren Fahrersitz, wir nehmen erstmal hier diesen gepanzerten Sitz und bauen den hier ein bisschen weiter nach hinten. Hier außen werden wir Schutz bauen, damit unsere Person keinen Schaden abbekommt. So, damit wir da einfach ein bisschen besser geschützt sind, Leute. Ihr versteht schon, wie der Hase läuft. Ich glaube, so sollte das doch eigentlich ganz gut sein. Ich baue den hier extra ein bisschen weiter nach hinten, weil hier vorne will ich so einen Rambock einbauen, der rausgefahren kommt. Okay, das ist doch schon mal ganz nice. Jetzt bauen wir noch einen Motor natürlich erstmal hinten rein, damit wir uns auch gut bewegen können. So, zack, zack. Und dann können wir ja hier noch irgendwie so Schubdüsen reinbauen, dass wir damit irgendwie uns auch schneller noch bewegen können. Ich glaube, das auch, könnte auch ziemlich wichtig sein, schnell zu sein, wenn man da in der Kampfarena ist, damit man auf der Schubdüse sich bewegen kann. Oh, warte, die Reifen haben wir falsch rum platziert. Manche drehen sich nämlich hier nach hinten. Das passiert mir immer wieder, Leute. So, der dreht sich hier nämlich zum Beispiel nach hinten. Zack. So, jetzt aber. Okay, Leute, und das Ding fährt. Und die Schubdüsen funktionieren auch. Gut, wenn wir die verwenden, da wird der ja eigentlich an sich ganz schnell, ne? Ich mache jetzt einfach die Schubdüsen direkt auf die W-Taste quasi, wenn wir damit auch fahren nach vorne, damit wir quasi immer die Schubdüsen direkt aktivieren, Leute. Finde ich eine ganz coole Sache. So. Zack. Hahaha. Okay, nice. Let's go. So, da können wir dann direkt Gas geben. Und wir machen zwei von den Motoren rein, damit wir noch schneller sind. So. Okay, perfekt, Leute. Richtig und wichtig. Vielleicht kann es sein, dass wir eine... Na, komm, wir machen eine Schubdüse weg, damit wir dann hier gleich noch die Panzerung mehr haben. Okay, jetzt, Leute, wir müssen zu den Waffensystemen kommen. Wie gesagt, wir haben nicht viel Zeit. Und zwar habe ich mir gedacht, wir bauen hier so einen Rambock vorne rein. So, da machen wir hier erstmal diese Dinger, die dann rausgefahren kommen. Zack, machen wir hier einmal auf die Seite. Und das machen wir einfach auf der Taste runter. So, machen wir einfach mit dem Pfeiltasten. Zack, zack. Start, Geschwindigkeit auf 100%, Startposition 0, damit die erstmal reingefahren sind. Und dann per Knopfdruck sehr schnell rausgefahren kommen. So, wie ich sage, was sagt die Zeit? Okay, noch 11 Minuten, wir sind gut in der Zeit. Jetzt, das Ding ist hier von dem neuen Update. Leute, da gibt es ja jetzt hier solche Rambock-Dinger, solche
Schiffsmasten, die will ich als Rambock verwenden. Ich zeige euch das gleich mal. Wo ist der Rambock, Leute? Wo ist das? Ich suche die Teile hier. Ich suche die Teile. Wir haben nicht viel Zeit. Schnell, 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 schnell. Wo ist das denn? Ach, hier ist es. Okay, genau. Und zwar diesen Schiffsmast, den werde ich als Rambock verwenden. Haha. Leute, schaut euch das mal an. Und zwar so ist er reingefahren und dann bam. Bam. Okay, wir müssen noch einstellen, dass diese Dinger sich direkt wieder reinfahren von alleine. Automatisch rücksetzen. Genau, wir müssen hier automatisch rücksetzen anmachen. So, und jetzt. Bam, bam, bam. Guck mal, was wir für eine RAM-Funktion haben. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Leute. Ich würde fast sogar noch mehr von diesen RAM-Funktionen einbauen. Ich finde das eigentlich echt eine coole Sache, sage ich euch hart auf hart. Aber gut, wir bauen jetzt mal weiter. Oder wir bauen hier direkt. Wir haben ja hier eigentlich noch ein bisschen Platz. Wir könnten, vielleicht bauen wir hier so zwei Rammer statt einen ein. Oder vielleicht hier oben noch welche. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, wie wir das am besten machen. Oder an die, oder ein Rammer und an die Seite so Rotorblätter oder sowas. Okay, Leute, ich guck mal kurz. Aber wir bauen auf jeden Fall mal weiter. So, zack. Machen wir hier so richtig massive Blöcke rein, damit unsere Fahrerkabine gut geschützt ist vor Angriffen von der Seite. Ich teste jetzt mal ganz kurz was. Und zwar, wir könnten dieses Ding einfach so hinsetzen. Und so, jetzt hätten wir dann ja im Prinzip so zwei Rammböcke. Boah, das ist ja eigentlich noch krasser, ne? Richtig zack, 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 zack. Da können wir den anderen richtig kaputt rammen damit. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Sache. Gut, Leute, gefällt mir. Oder wir machen vielleicht sogar drei direkt hin. Geht das auch? Ich weiß gar nicht. Das wäre crazy. Oder blockieren die sich da nicht? Das ist jetzt die Frage. Boah, Leute, das ist doch strong. Seid mal ehrlich. Boah, okay, sehr stark, sehr, sehr stark. So, machen wir so und dann machen wir hier vorne noch so Gitterstäbe dran. Boah, heftig, Leute. Das sieht doch ganz crazy aus. Hier mit diesen Gitterstäben hier vorne. Geil. Guck mal jetzt die RAM-Funktion. Bam, bam, bam. Leute, seid ehrlich, ich feier's. Guck mal, bam, bam, bam. Okay, sehr gut. Weiter geht's, Leute. Keine Zeit verlieren. So, dann, okay. Ich will auf jeden Fall noch so eine Art Rotorblätter hier an die Seite machen, dass wir von der Seite auch gut geschützt sind. Jetzt bin ich halt natürlich am Überlegen, wie man das am besten macht. So, bauen wir einfach mal hier so ein bisschen rüber. Zack, zack, zack. So, ein bisschen eingebaut. Genau, wir bauen hier so Helikoptermotoren an die Seite dran. Und dann hier so Rotorblätter. Boah, schwierig, aber wie machen wir jetzt hier die Rotorblätter dran, Leute? Ist jetzt schon wieder eine schwierige Sache. Was könnten wir dafür nehmen? So Skidinger? Nee, das sieht irgendwie nicht so krass aus. Das muss irgendwie schon ein bisschen krass aussehen. Vielleicht hier so diese Rohrstangen. Die Rohrstangen könnten irgendwie krass sein. Vielleicht machen wir das so. Es darf halt aber auch nicht so schnell kaputt gehen. Es muss ja auch dem anderen Fahrzeug Schaden machen. Ich überlege gerade, wenn man hier vorne solche Kettensägen quasi noch dran macht, wie das ankommen würde. Vielleicht könnte das cool sein. Wir können es ja mal kurz testen. Boah! Ah nein, das bleibt aber, glaube ich, an den Reifen hängen. Okay, das bleibt an den Reifen hängen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber an sich ist das eigentlich ziemlich cool. Dann machen wir das einfach hier so vorne dran. Oh mein Gott, Leute, wir machen das hier so vorne dran. Ich glaube, das wird crazy. Okay, jetzt nochmal angucken. Oh nein, ey! Ey! Wir müssen aufpassen. Warum kippt der jetzt zur Seite, ist die Frage. Ich glaube, weil das irgendwie so ein bisschen wie so Ding entsteht, so Abtrieb und so. Vielleicht mit so einem Ruder. Weil das geht dann wahrscheinlich in den Boden rein. Ja, das bleibt dann am Boden hängen, das ist auch nichts. Ist eigentlich eine gute Sache, aber man bleibt jetzt am Boden hängen damit. Ist aber eigentlich eine coole Idee für die Seite, hier für so Seitendinger. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Ich plane hier mal ganz kurz um. Wir sehen uns gleich wieder.
Oh mein Gott, Leute, ich habe gerade was richtig Gutes gefunden. Und zwar, Leute, schau mal, ich habe das jetzt so geregelt. Und zwar, ich kann jetzt auch hier rechts Leute wegstoßen und links Leute wegstoßen. Wenn ich hier von der Seite angegriffen werde, nach vorne können wir hier sowieso mit unserem Rambock hier. Bam, Leute. Ich würde sagen, ich will jetzt noch auf hier oben drauf so Rotorblätter machen, die einfach die anderen angreifen. Und dann bauen wir noch die Karosserie außenrum. Und dann müssten wir auch fertig sein, weil wir haben jetzt auch nur 2 Minuten Zeit. Also ich werde mich beeilen jetzt, Leute. Let's go. Okay, Leute, die Zeit läuft, die Zeit läuft. So, warte, wir machen hier erstmal noch, dass alles schön geschützt ist. Unsere Fahrer Kabine und so, ihr wisst Bescheid. Weil wie gesagt, wenn unsere Person, unser Charakter angegriffen wird, dann ist schlecht, Leute. Dann ist ganz, ganz schlecht, weil dann springt er aus dem Fahrzeug raus und dann ist unser Fahrzeug kaputt und dann haben wir quasi verloren. So, also man muss immer gucken, dass dieser kleine, dass das kleine Männchen gut geschützt ist und das werden wir jetzt hier auch machen. So, zack. Boah, Alter, das Leute wissen gar nicht, was da alles für ein Panzer hier drunter ist, ne? So. Leute checken gar nicht, was hier abgeht. Und jetzt bauen wir nämlich so ein Rotor-Ding hier ein. Ah, schade, warte, das haftet da nicht. Schnell, 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 Leute, die Zeit läuft, die Zeit läuft, die Zeit läuft. Sowas. Sowas könnte man hier direkt einbauen. Wobei, nee, Leute, wir machen das anders. Wir machen das anders. Wir machen hier einfach so zu mit Blöcken und stellen das Ding einfach oben drauf, auf ganz entspannt. So, so eine Drehservo stellen wir jetzt hier noch oben drauf. Vielleicht auch so ein bisschen mehr hinten, Leute, weil wir sind eigentlich von hinten schlecht geschützt. Dann lass... Ah, okay, jetzt habe ich es, Leute. Jetzt habe ich es. Machen wir so. Jetzt habe ich es, Leute. Perfekt. Weil das sollte ein bisschen mehr geschützt sein. Nicht, dass hier Leute noch unsere hintere Deckung angreifen können. So. Und da oben drauf machen wir dann jetzt nochmal solche Sachen, die angreifen. Haha. Hier, so, wo ist der Schiffsmast nochmal? Wir brauchen den Schiffsmast. Schnell, schnell, schnell. Und sowas muss hier oben drauf kommen. Ach nee, aber die können wir gar nicht an der Seite festmachen. Okay, dann machen wir einfach... Nein, oh, was mache ich denn, Leute? Ich mache alles kaputt. Ich Idiot. Schnell, ey. Ach, Leute, ich bin gerade so lost, weil ich mich gerade so beeil. Die Zeit ist jetzt jede Sekunde vorbei. Das Ding muss jetzt sitzen. So, komm, ja. Kurz drehen. Zack. Okay, Leute. Ich denke aber mal, es ist ganz gut. Ich denke, es ist ganz gut. Hier noch die Blöcke rein. So. Okay, wir machen mal einen Check. Check, check. Boah. Let's go. Okay, wir kippen ein bisschen leicht. Ich weiß nicht, ob das an dieser Drehservo da hinten liegt, dass man so ein bisschen leichter umkippt. Da muss man aufpassen. Aber ich denke, es ist trotzdem cool. Ich denke, es ist sehr, sehr cool. Wir können ja vielleicht noch ein paar Gewichtsblöcke dran machen. Weil erstens haut es dann mehr Schaden rein und wir sind schwerer, dass wir weniger leicht umfallen. Boah. Boah, Leute. Das sind 50 Kilo Gewichte. Boah. Merkt ihr, wie wir uns nach hinten lehnen, weil das... Oh nein! Okay, mit den Gewichten wird es irgendwie gefühlt nur noch schlimmer. Wir könnten aber so einen Gewichtsblock einfach vorne drauflegen. Machen wir einfach Folgendes. Legen wir so einen Gewichtsblock einfach mal hier so vorne drauf, damit unser Ding hier weniger leicht umfällt. Ist ja auch schon mal eine gute Sache. Und dann machen wir hier oben halt einfach ohne Gewichtsblöcke, ne? So nehmen wir das. So, guck mal. Nice, Leute. Nice. So, wenn wir jetzt hier in irgendwas reinrammen, zack, hier vorne haben wir den Rambock. Bam, bam, bam. Links, rechts, alles hinten mit durch die Dinger geschützt. Also ich glaube, wir sind langsam fertig, kann man behaupten. Wir können jetzt hier noch so ein paar kleine Extras anbringen. So, und zwar hier bei den Reifen natürlich machen wir hier diese Spike-Reifen dran. Haha. Oh, Leute, guck mal, wie böse das aussieht. Boah. So. Oh, und ich habe eine wichtige Sache noch vergessen, was ich noch machen wollte. Jetzt aber ganz schnell, Leute, weil die Zeit ist eigentlich schon vorbei. Ich hoffe, die anderen heulen gleich nicht rum. Wir können hier nämlich noch so Panzerplatten dran machen. Das haben die anderen safe nicht. Oh, damit werden wir bestimmt gewinnen. Damit werden wir bestimmt gewinnen. Panzerplatten, Leute. Wichtiges Ding. So. Zack. Zack. Und hier noch überall Panzerplatten dran machen. So, guck mal, da sind wir direkt viel mehr geschützt noch mit so Schildern hier dran. Muss nur mal gucken, wo wir hier überall noch Schilder hinmachen können. Hier, so kleine können wir noch hinmachen. Ich mach überall Schilder hin, wo es geht. Dann hier vorne noch Schilder dran. Zack. Boah, Leute, sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay, ich glaube, wir sind soweit fertig, Leute.
Das ist unser Kampfroboter. Ich werde mich jetzt mal muten, mal gucken, wie weit die anderen sind. Und dann beginnt das große YouTuber-Battle. Okay, Leute, die Zeit ist abgelaufen. Ich möchte euch jetzt mal dazu bitten, dass ihr jetzt hier eure Kampfroboter herholt. Wir fangen einfach mal mit Amir an. Zeig deinen Kampfroboter. Kennst du Mike Tyson? Ich habe Mike die Ente geholt. Boah, Mike. Okay, Amir hat hier auch solche Stoßdinger eingebaut. Okay. Alter, auch mit so Kettenfahrzeug quasi. Sieht ganz, ganz böse aus, das Ding, Amir. Bleib aber mal bitte hier. Dann okay. Als nächstes, Russik. Also ich bin fasziniert vom Boxevents gewesen und deswegen bin ich ein Boxer geworden. Alter, hat hier jeder diese Boxdinger aktiviert? Alter! Oh Boxen. Mein Gott, crazy! Boxen. Komm her, komm her! Okay, komm krass, krass. Der ist komm auch richtig groß, okay. Nice. Dann SU. Darf ich vorstellen, der Super Ultra Box Roboter. Hat jeder Boxdinger gebaut? Nee, Spaß, ich mache natürlich kein Boxen. Und zwar habe ich hier einige geile Funktionen eingebaut. Okay. Willst du die jetzt sehen oder soll ich die später zeigen? Zeig mal gerne jetzt deine Funktion. Ich sag mal so, achte mal auf die Augen. Guck mal, ich habe eine Kamera eingebaut. Ich kann auf jeden Fall 360 Grad alles angucken. Und wenn der Gegner vor mir ist, dann werde ich ihn herholen. Zack. Und dann kommt der ultimative Messerschlag. Bam. Oha, krass. Okay, nice. Die sehen schon mal gut aus. Jetzt hole ich mal noch mein Fahrzeug her. Bam. Wow, was ist denn das? Ein Helikopter im Auto? Ja, das, wenn Leute mir zu nahe kommen, dann werden die erstmal von meinen Rotorblättern hier oben angegriffen. Ey. Genau, Amir. Und dann habe ich hier natürlich auch noch eine Rammfunktion vorne eingebaut. Aua. So. Und natürlich Aua. Kann ich auch noch links und nach rechts rammen. Okay, ich bin gespannt, wer am besten abschneidet. Jeder hat gleich 3 Leben hier in der Arena, meine Freunde. Achtet auf eure Leben selbst. Wer raus ist, ist raus. Da möchte ich euch bitten, jeder geht jetzt mal in eine Ecke rein. Und dann, Leute, wird der Kampf gleich beginnen. Okay, meine Freunde, jeder ist in seiner Ecke. Jeder hat 3 Leben. Dann würde ich sagen, let the fight begin. Yo. Es geht los, okay. Jeder bleibt erstmal ruhig in seine Ecke hier. Okay. Jeder erstmal ruhig. Schon den ich schlapp mit dich. Ich hab ein bisschen Angst. Okay, Amir kommt jetzt zu mir. Wir müssen uns mit Amir erstmal anlegen. Oh, komm doch, Amir, komm doch. Bam! Ich hab ihn kaputt gerammt mit meinen... Oh, nein! Nein, er hat mich kaputt gemacht. Ja! Ja, Amir hat's gedreht. Oh mein Gott, Russi, komm noch dazu! Amir, erstes Leben weg! Amir, erstes Leben weg! Oh Leute, wir müssen kurz flüchten! Oh mein Gott, ist das crazy! Okay, wir haben noch unser erstes Leben. Ich muss erstmal spawnen! Ich bin erstmal spawnen umgehauen! Ja, warte, dann darfst du nochmal. Oh, jetzt kommt Essie. Wie viele Leben habt ihr alle noch? Ich hab noch 3. Ich hab noch 2. Bam! Oh mein Gott! Leute, unsere ist ultra stark! Aber wir sind relativ mitgenommen. Oh mein Gott. Nein. Mein Fahrzeug fährt noch, aber ich hab im Prinzip keine Waffensysteme mehr. Nur noch meinen linken Arm. Ich hole dich jetzt. So, zack. Wir müssen noch einmal vielleicht auf Russi gehen. Lauf nicht weg! Ich hab nur noch... Oh nee, meinen rechten Punch hab ich auch noch. Okay. Oh nein, wir haben uns gedreht. Aua. Aber ich bin. Mein Fahrzeug fährt aber noch. Oh, nee, wir haben Reifen verloren. Okay, Leute, ich muss jetzt auch einmal respawnen. Mein erstes Leben ist weg. Wie viele Leben habt ihr alle noch? Ich hab noch zwei. Ich hab auch noch zwei. Nein. Oh mein Gott. Russik, du bist auch gleich down. Ja, okay, ich mach jetzt mal Russik down. Russik, den finalen Punch. Oh, warte, Amir kommt auch noch hier. Nein. Ich werde umzingelt. Mit meiner linken. Oh mein Gott, ich muss hier kurz ausweichen. Da vorne ist SU. Russik verfolgt uns! Gib mir mit der linken Bams, you! Oha! Russik hat ihn kommen. Aber Russik ist auch down. Warte mal, also SU jetzt noch ein Leben, Russik 2, Arme 2, ich 2. Okay, jeder noch 2, außer SU, der hat nur noch 1. Ich hab's Yusuf! Nein! 2 Mann! Oh mein Gott, okay, da vorne kommen wieder Arme. Ich bin noch am Leben, ich bin noch in meiner Kapsel. Ja, nee, aber da musst du respawnen, wenn du keine Waffensysteme hast. Oh mein Gott, Nein, ich hab's drauf geachtet, Bam! Nein! Amir down, letztes Leben. Wir sind auch ein bisschen beschädigt, Leute. Jetzt auf Russik. Oh, ausweichen. Ja! Nein! Schön aus. Nein! Und jetzt mit der linken. Nein! Aber ich habe auch noch meine linke, meine rechte. Ich glaube, meins ist kaputt. Obwohl? Nee, doch. Nein, ich dreh mich! Dreh dich doch um, Bruder! Ich bin down, ich habe auch nur noch ein Leben. Aua! Amir, aber. Ich bin umgefallen! Ich bin umgedreht, nein! Oh Gott, okay. Warte, jetzt letztes Leben, mein, okay, jetzt last life für jeden. Jetzt letztes Leben, wir gehen jetzt auf Essie. Danke. Vollgas reinbrettern. Bam! Ich lebe noch. Ich hab alle Kurve, ich hier Finisher Move vor. Max, lass mich doch in Ruhe. Ich hol jetzt SU. Nein! Ich muss mich umdrehen. Bam! SU. Oh, meine Rambock vorne ist weg. Oh mein Gott! Leute, es ist so ein spannendes Battle. Für jeden das letzte Leben.
Jetzt gehen wir auch drauf. Jetzt einen rechten Haken. Nein! Boxen, boxen! Nein, schnell wieder umdrehen. Und bam, bam! Bam, 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 der linke Haken, linke Haken! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Warte, ist doch jetzt nur noch Ami und ich, oder? Ich glaube schon, Ami und du. Ami und ich, Final Battle, aber Ami ist auf dem Kopf. Okay, Leute, aber ich habe noch meinen rechten und linken Haken. Ich lebe doch! Ich lebe doch! Komm her! Komm her, Rustik! Ich kann doch schlagen! Ich kann doch schlagen! Nein! Ja, komm, Ami, wir machen ihn kaputt. Mein Unterteil bewegt sich immer. Bam! Noch. Bam! Nein. Mach ihn kaputt, Ami! Er tackelt zurück. Er tackelt zurück. Okay, komm, wegstoßen, wegstoßen. Jetzt meine Rotorblätter. Rotorblätter. Bam! Bam! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ein spannendes Battle. Ah, ich bin aber komplett RIP. Ich bin aber auch RIP, Bro. Ich habe auch nur noch zwei Reifen. Ich habe aber, das war mein letztes Leben. Oh, ja, bei mir auch, Bruder. Hä? Ey, aber bei den anderen doch auch. Was war Leute, ich glaube, man kann sagen, unentschieden. Was war das für ein geiles Battle, ey. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ich hatte mindestens genauso viel Spaß gemacht, zuzuschauen. Leute, ich würde sagen, wir haben hier keinen Gewinner. Oder schreibt ihr mal in die Kommentare, welcher Roboter am stärksten war. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute, euer Kravex.